Mein Name ist Klaus Mannebacher, ich bin mehrfacher Weltmeister in verschiedenen Kampfsportarten und Präsident der WKU World. Heute möchte ich euch einige Kombinationen am Sandsack zeigen und wie wir den Sandsack nutzen können für verschiedene Sachen. Ganz wichtig ist es für mich im Kampf, dass die Leute ein Gefühl für Distanz haben und dass sie ein Gefühl haben, wann gehe ich in den Kampf rein und wann nehme ich mich wieder zurück und gehe raus. Und das kann man ganz einfach in der Kombination mit Beinarbeit üben und kann später raus auch ein tolles Kombinations- und Ausdauertraining gestalten. Die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. Wir haben insgesamt vier Techniken. Als erstes habe ich einen Abstand, wo ich den Sandsack nicht treffen kann. Das heißt, ich muss mit einem kleinen Schritt rein. Eins, check, ich gehe zurück. Zwei, check, punch, ich gehe zurück. Drei, check, punch, Kopfhaken, ich gehe zurück. Vier, check, punch, Kopfhaken, Uppercut zum Körper und wieder zurück. Und dann beginnt das Ganze von vorne. Wir starten erst langsam und bauen dann langsam kontinuierlich den Speed auf. Acht, eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, und eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, eins, zwei, das ist dann die Kombination, die ich von euch erwarte. Wettkämpfer, bitte 2 Minuten am Stück eine Viererkombination durchschlagen mit immer wieder den Aufbau. Eins, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir einfach. Danke.